dass selbst wenn man irgendwie diese eine Person gefunden hat, mit der man es probieren will, ja weiterhin dieses Gerät in der Tasche ist, wo man irgendwie 1000 weitere Optionen täglich hat, die man sich erst swipen könnte, ja. Und da dann zu sagen, so, da entscheide ich mich dagegen, ist natürlich so eine, also man muss einer Verführung quasi widerstehen, die vorher nicht da war. So, also und ich glaube, das hat schon einiges verändert. Also was auch so ein bisschen, ja, diese Abgrenzung erfordert, zu sagen, nee, also ich, ja, ich habe da dieses unglaubliche Überangebot, aber muss dem nicht nachgehen. Ich bin Matthias Glocker, ich lebe in der Mölz in einem kleinen Bergdorf in den österreichischen Alpen. Hier in der Mölz kann man die Liebe anschauen, hören, erwandern, riechen. Jede Woche spreche ich mit Menschen, deren Art zu lieben mich interessiert. Menschen, die sich Zeit nehmen für Lili, den Podcast über das Lieben und Leben. Raphael, du beschreibst dich selber auf deiner Homepage wie folgt. Ich bin ein Poet, der Bilder bastelt. Ich bin ein Zeichner, der Geschichten schreibt, und mein Herz ist laut, weil ich ein stiller Zuhörer bin. Würdest du so die Frage nach, wer ist Raphael Lepenisse, beantworten? Ja, also das ist schon länger her, dass ich mal versucht habe, es so zusammenzufassen. Dabei war mir eigentlich vor allem sehr wichtig, dass ich eben selten in eine Kategorie so richtig reinpasse und deshalb gerne immer direkt eigentlich vorausschicke, ich mache sehr viele Sachen und bringe gern viele Dinge auch in Verbindung miteinander. Und ja, also in meinem, dass ich schreibe und gleichzeitig auch illustriere zum Beispiel, das sind so Sachen, da hat man früher oft zu hören bekommen, so entscheide dich für einen Weg. Da einfach diese, ja, vermeintlich unterschiedlichen Bereiche miteinander zu verbinden, das wollte ich damit halt so ein bisschen hervorheben. Und meine Website ist da so quasi Portfolio. Da dachte ich, passt das ganz gut hin. Als kurze Zusammenfassung, wer die lange Version nicht lesen möchte. Ich habe die lange auch gelesen und deshalb haben wir dich auch eingeladen. Ich habe auch dein Buch gelesen. Was sich bei dir durchzieht, ist zwar unterschiedliche Bereiche, aber das Thema Liebe beschäftigt dich sehr intensiv. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Darauf werden wir gleich noch intensiver eingehen. Jetzt bin ich aber gespannt, was du für eine Liebesgeschichte für uns vorbereitet hast. Ja, ich habe mir Gedanken gemacht, habe überlegt, welche passt da am besten, und habe hier mit meiner Vorgängerin, hier der Gästin, Caroline Theile. Charlotte Theile, ja. Charlotte Theile, genau, so rum. Gehört und würde es tatsächlich machen wie sie und meine ganz aktuelle Liebesgeschichte erzählen. Aber die hat eigentlich auch alles. Also ich bin ja Geschichtenerzähler und mag auch immer Anfang, Mitte und Ende, aber eine aktuelle Liebesgeschichte, die ist ja immer eigentlich genau in der Mitte. Und ja, aber meine aktuelle Liebesgeschichte hatte auch ein Ende. Nämlich bin ich vor 6 Jahren mit meinem aktuellen Partner zusammengekommen. War eine klassische Geschichte. Wir haben uns über Tinder kennengelernt, wie das heutzutage ja gerne mal passiert. Und ja, haben uns da kennen und auch lieben gelernt. Und dann ja, haben wir uns vor 2 Jahren tatsächlich getrennt. Und haben unsere Beziehung nochmal komplett neu gedacht. Und dieser Wechsel quasi von der ersten Runde in die zweite war ja mit sehr viel Neudefinition verbunden. Und sorry, mein Hund ist gerade hier. Das ist auch zum zweiten Mal, dass wir Hundebesuch haben im Podcast. Bei Diane Messner war auch schon der Hund zu Gast, aber der war ein bisschen lauter. Ah, okay. Ja, genau. Der, ich weiß nicht, der fordert gerade ein bisschen Aufmerksamkeit. Ich schicke ihn mal gerade auf den Platz. Also geh mal auf den Platz. Mal auf Platz. Fein. So, jetzt bin ich wieder da. genau, der, wo war ich?
Genau, also wir hatten auf jeden Fall zwei Runden sozusagen, also die erste dreieinhalb Jahre lang und das war auch wunderbar, aber wir haben halt nach diesen Skripten unsere Beziehung gestaltet, die mit denen man so aufwächst und dass man eben sich von außen so Dinge holt, wie hat eine Beziehung zu laufen, also man muss zusammenziehen, das und das macht man mit dem Partner und das muss man in der Partnerschaft suchen und findet, sollte man nicht in der Freundschaft ausleben oder umgekehrt, also dass wir so ein bisschen uns das von außen geholt haben und das hat für mich auch zu sehr vielen Zweifeln geführt, in dem Sinne, die mich dann letztendlich auch dazu bewegt haben, die Beziehung zu beenden, weil ich einfach nicht mehr mit Sicherheit sagen konnte, so möchte ich irgendwie Beziehung leben. Dann ist halt was Spannendes passiert, weil mein Partner und ich uns gleichzeitig dann irgendwie auch so auf so eine Reise begeben haben, wo wir eben geschaut haben, was macht es denn für uns ganz persönlich aus und nicht, was wurde uns von außen über die Liebe erzählt. Und habe ihn durchweg sehr geliebt immer, aber das ist ja auch immer dieses so, manchmal ist Liebe nicht genug, beziehungsweise wie gestaltet man dann im Endeffekt Beziehung? Ich war von Anfang an total verliebt einfach und es war auch ganz spannend, weil ich bin eigentlich ein sehr spiritueller Mensch oder sehr, kann auch sehr kopflastig sein, also viel über Dinge nachdenken und so weiter. Und da war das erste Mal, dass sozusagen auch ich so körperlich, also so meine Körperintelligenz das erste Mal so gespürt habe, dass mein Körper wirklich gesagt hat, dieser Mensch, der passt wunderbar zu dir. So, aber es waren eben diese Kopfsachen sozusagen, die immer wieder Zweifel gestreut haben, wo ich gemerkt habe, da muss ich nochmal genauer hingucken und das wird innerhalb der Beziehung nur destruktiv. Dafür muss ich wirklich nochmal ein paar Schritte meines Weges alleine gehen. Und dann haben wir uns tatsächlich getrennt und das war auch nicht als Pause gedacht oder so, sondern es war halt wirklich, alles, was ich sagen kann, ist so, können wir ab dem Punkt jetzt nicht weitermachen und alles andere, da will ich gar keine Ausblicke geben, irgendwie, wie es weitergehen könnte. Aber dann nach einem Jahr der Arbeit an sich selbst und dann eben auch dem Austausch darüber, was man für sich auch so über Bord geworfen hat an alten Konzepten oder an alten Glaubenssätzen so, haben wir halt gemerkt so, ja, und genau so können wir jetzt was ganz Neues vielleicht anfangen. Und das haben wir dann auch gemacht. Also es war, ich glaube, Anfang letzten Jahres, so gegen Frühling, so haben wir uns wieder stark aufeinander zubewegt und ist es irgendwie ganz, ganz anders. Also man geht irgendwie viel mehr aufeinander ein. Wir sind sehr viel werteorientierter tatsächlich, also dass man irgendwie so ein bisschen mehr, also ein bisschen weg von diesen alltäglichen Konflikten kommt und irgendwie einfach nur guckt, so ey, was für Werte sind das hier, die wir leben wollen irgendwie und wie können wir dem anderen auch da entgegenkommen und irgendwie das gemeinsam gestalten eben. Also dass diese Bewusstheit darüber, was einen antreibt und warum man Dinge manchmal sagt, wie man sie sagt oder was einen ja in Konfliktsituationen zum Beispiel auch triggert oder so. Das haben wir für uns nochmal so rausgefunden und ja, hat uns jetzt quasi so eine ganz schöne neue Basis irgendwie geschenkt, die sich jetzt die jetzt so nach und nach immer mehr Früchte trägt auch. Unsere Hörer können dich ja nicht sehen, wir sehen uns über eine Webcam und es war ganz interessant zu sehen, wenn man vergleicht, wie du vom ersten Teil der Beziehung, was du für ein Gesicht gemacht hast und wie du begonnen hast zu strahlen im zweiten Teil der Geschichte. Mhm.
Ja, also es ist auch, ich habe ja eben auch mal das Wort Körperintelligenz fallen lassen. Ich merke das auch tatsächlich jetzt, also vielen Dank, dass du mir das mal spiegelst. Also weil man selber spürt es ja erstmal nur, aber es hat natürlich auch immer eine Wirkung nach außen. Und ich bin gerade auch auf so einem Weg für mich selber, dass ich auch da viel mehr drauf hören möchte. Also auf diese Signale, weil ich, wie ich schon gesagt habe, ich also sehr versiert darin bin, irgendwie auch so mich so intellektuell in Dinge reinzuwühlen, aber dass manchmal die Antworten schon längst da sind und von unserem somatischen System eigentlich das richtige Feedback vielleicht schon da ist und es nicht noch ein großes darüber nachdenken manchmal braucht. Wo spürst du das in dir? Ist das ein Bauchgefühl oder? Ja, also ich würde tatsächlich sagen, es ist so ein Bauchgefühl. Und ganz allgemein der Kontakt mit dem Körper und dass man auch wo spürt man es im Körper? Ne? Also sei es jetzt ein Konflikt oder wo wird's eng oder wo wird's weit und so. Also dass ich schon so da ein bisschen mehr drauf achte jetzt und das nicht mehr so abtue als das ist hier mein Gefährt, was mich hier so irgendwie so durchs Leben kutschiert, sondern es ist schon ein sehr, sehr intelligentes System, was manche Dinge auch manchmal besser weiß als nur das Gehirn. Du hast gesagt, ihr habt euch über Tinder kennengelernt. Ich habe durch totalen Zufall gestern Abend bei Netflix den Tinder-Schwindler, den Film mir angeschaut. Ah ja, da habe ich auf jeden Fall mal den Trailer gesehen. Also grob weiß ich, worum es geht. Ja, sehr interessant. Also grob zusammengefasst, es geht darum, dass einer einfach schwindelt. Also über Tinder jemanden spielt, den er nicht ist und dann sich Geld leiht von unterschiedlichen Personen, Frauen und dadurch sich sein Luxusleben finanziert. Mhm. Und hast du solche Geschichten auch mal erlebt, also ein Schwindel bei Tinder? Ein Schwindel in dem Sinne eigentlich nicht. Aber was ich auf jeden Fall erlebt habe, sind natürlich so dieses, also gerade auch als schwuler Mann ist Dating auch sehr abenteuerlich. Also es gibt ja verschiedene Apps. Und für uns ist Tinder tatsächlich so eigentlich sehr harmlos. Es gibt halt auch noch diese Grindr-App zum Beispiel, wo es eher so tatsächlich auch um einfach nur körperliche Dates geht, ja. Und da ist es halt so, dass da zum Teil halt wirklich auch so dann mit Bildern gearbeitet wird, wo man so sagt, so das hat halt nichts mit dem Typ zu tun, den man dann irgendwie getroffen hat und so. Also diesen Schwindel von wegen, dass jemand sich irgendwie besser darstellt, als er eigentlich ist oder irgendwie, ja, mit seinem Alter schwindelt oder so, das habe ich schon da auch erlebt. Deshalb, also ich bin da auch so ein bisschen zwiespältig, was diese Plattform angeht. Ich denke halt so, es ist immer ein guter Zugang zu Menschen, aber die eigentliche Beziehung oder das, was man dann kennenlernen will, dass man das so schnell wie möglich irgendwie in die reale Welt auslagert, weil desto länger man auf der Plattform verbringt, desto mehr Projektion findet ja auch statt und man füllt diese offenen Lücken irgendwie so mit Dingen, die natürlich irgendwie idealisiert sind oder wo man sich vorstellt, wie der andere sein könnte und so und dann ja, ist natürlich oft so ja, die Enttäuschung dann groß, je nachdem wie viel Projektion man da aufbauen konnte. Kannst du uns da von einer besonderen Geschichte erzählen, dass du jemanden getroffen hast, der vielleicht 80 Jahre alt war und online 25 war und dann warst du ganz überrascht oder so? Ich habe tatsächlich mal jemanden gedatet und dachte, er wäre 35 und dann stellte sich halt so im Laufe der Dates irgendwie so raus, so dass er schon 45 ist. Ja, okay. So, und also ne, für mich hat das keinen Unterschied gemacht so, aber was ich dann schon irgendwie fragwürdig oder befremdlich fand, dann so im weiteren Kennenlernen war so dieses so, okay, warum tut er das jetzt? Also so, warum hält er das für nötig und also was für ein Wert steht dahinter? Und ist das irgendwie was ich jetzt, weiß ich nicht. Also es hat nichts, hat ihn nicht attraktiver gemacht, sage ich mal so.
Aber es ist ja schon eine sehr oberflächliche Welt, wenn man sich darauf einlässt. Ihr seid ja der Beweis dafür, dass man da auch die wahre Liebe, die echte Liebe finden kann. Mhm. Ja. Kann man das auch bei Apps wie Grindr oder ist das dann eher Tinder, diese andere Variante? Das geht auch. Also ich habe auch Geschichten von Freunden gehört, die jetzt auch jahrelang mit ihrem Partner zusammen sind und die haben sich da kennengelernt, aber die haben sich nicht unbedingt direkt mit dieser Absicht kennengelernt, sondern das kam dann so im Laufe der Zeit, dass da Gefühle entwickelt wurden und so. Aber ja, also ich glaube da auf jeden Fall dran. Vor allem, weil am Ende des Tages sind da natürlich immer Menschen und mit unterschiedlichsten Absichten, ne? Und klar, es kommt dann immer darauf an, so ist man da aus demselben Grund irgendwie und ist man irgendwie offen dafür, jemanden tatsächlich kennenzulernen oder verfällt man diesem Konsumieren? Also weil das ist ja gerade bei Tinder mit diesem Wischen zum Beispiel, ist ja schon einfach total dieses, was könnte ich noch verpassen und da ist ein Match, da ist wieder ein Match und so. Und man sammelt Matches, so als würde man, wie gesagt, so diese Aufmerksamkeit oder diese, diese menschliche Verbindung konsumieren oder einsammeln oder so. Und das hat ja mit einem realen Beziehungsleben eigentlich nichts zu tun. Also das ist ja so, so ein bisschen verzerrt einfach. Und da gibt es eigentlich, glaube ich, ja schon viele, die das natürlich fürs Ego irgendwie machen. Aber das eben rauszufinden ist dann, glaube ich, kann man sehr gut, wenn man einfach nicht so lange mit jemandem schreibt, sondern einfach sagt, wollen wir uns mal auf einen Kaffee treffen und man dann face-to-face irgendwie rausfindet, wer da vor einem sitzt. Ne? Kann man das Körperliche und die Gefühle trennen? Oder kannst du es? Ja, also je nachdem. Also ich körperlich, also wie gesagt, ich bin gerade in so einer Phase, wo ich sehr so versuche, auf meinen Körper zu hören und so und merke natürlich, dass jede Emotion irgendwo natürlich immer auch körperlich ist. Ne? Also ja, wenn du jetzt meinst, so quasi so dieses eher sexuelle, diese Anziehung, das Attraktive irgendwie so das, kann ich schon unterscheiden. Es ist aber natürlich immer so, dass gerade in dieser Honeymoon-Phase am Anfang man das ja manchmal nicht so auseinanderhalten kann. Und also es ist gerade spannend mit meinem aktuellen Partner, weil das ja wirklich so eine große Erfahrung davon war, irgendwie so, boah, dieses so, dass sich die Biologie des anderen irgendwie, dass man sich so aufeinander einschwingen kann und irgendwie so richtig spürt, so boah, da fühle ich mich zu Hause irgendwie. Und dass so jede Berührung irgendwo auch, also es ist so, wird so unwichtig, so wo der andere anfängt, wo man selber aufhört und so, das hat so was Verschmelzendes. Und es gibt ja auch, ich weiß nicht, wo ich das letztens mal gelesen habe, aber auch so dieses, dass man den anderen riechen können muss. Also dass so dieser Geruch von irgendwie einem anderen Menschen, dass man da auch schon ganz viel irgendwie dran spürt, ob man irgendwie zusammenpasst oder nicht oder so. Also es ist ganz spannend irgendwie. Und ich finde es auch interessant, ehemalige Partner kann man plötzlich auch nicht mehr riechen. Ja, also so ging es mir zum Beispiel, dass ich echt sagen kann, Menschen, von denen ich mich getrennt habe oder die sich von mir getrennt haben, und man trifft sich dann Jahre später und ich finde, oder mir ging es dann auch schon so, dass ich die nicht mehr riechen konnte. Ja, da sagt der Körper einem auch direkt schon wieder was, ne? So ich habe da eine Erfahrung gemacht und gebe dir direkt unmittelbar die Information. So. Ja, und wie gesagt, bei meinem Partner und mir war es jetzt als wirklich so, dass ich da auch gemerkt habe, dass auch über diese Honeymoon-Phase hinaus eben dieses körperliche unheimlich da war, also dass er so auch wo dieses aufregende, da ist ein neuer Mensch und ist so spannend und aufregend, als das dann abgeklungen ist, dass man eben selbst da so eine ganz warme Verbindung hatte und irgendwie so, ja, sobald ich ihm irgendwie auch körperlich nah bin, ich mich wirklich sehr zu Hause fühle einfach. Also es ist ein ganz spannendes Phänomen irgendwie und das hatte ich bei niemandem vorher. Also
ist schon ganz, ganz spannend. Und es war, wie gesagt, eher mein Kopf, der da immer mal so dazwischen gefunkt hat. Aber mein Körper wusste eigentlich immer schon so, dass da stimmt der Vibe. Und wieder strahlst du. Sehr schön. Ich würde noch gerne kurz beim Thema Dating-Apps bleiben. Glaubst du, die haben die Einstellung zum Thema Liebe in unserer Gesellschaft verändert? Ja, also ganz bestimmt. Ich glaube auf jeden Fall, es ist ja immer so diese Frage, was war zuerst da, irgendwie so die Nachfrage oder das Angebot und so. Also, ne, hat es sich kulturell so verändert, dass diese Apps erst aufkommen konnten, oder haben diese Apps, ich glaube, es ist wahrscheinlich beides, ne? Es ist so eine Wechselwirkung irgendwie. Ja, aber was ich eben auch schon so angesprochen hatte, diese Idee von Konsumieren und diese Sichtbarkeit von diese Sichtbarkeit, dass man so viele Menschen auf einmal zum Beispiel auch einfach sehen kann, also in so einer App, also dass man sich so viele Leute angucken kann, dass eben voll diese Angst getriggert wird, irgendwie man könnte ja was verpassen, dass selbst wenn man irgendwie diese eine Person gefunden hat, mit der man es probieren will, ja weiterhin dieses Gerät in der Tasche ist, wo man irgendwie 1000 weitere Optionen täglich hat, die man sich erst swipen könnte, ja. Und da dann zu sagen, so, da entscheide ich mich dagegen, ist natürlich so eine, also man muss einer Verführung quasi widerstehen, die vorher nicht da war. So, also, und ich glaube, das hat schon einiges verändert. Also, was auch so ein bisschen, ja, diese Abgrenzung erfordert, zu sagen, ich habe da dieses unglaubliche Überangebot, aber muss dem nicht nachgehen. Du kannst trotzdem widerstehen, und vielleicht kann das ja dann auch die Beziehung stärken, zu sagen, ich habe mich bewusst für dich entschieden und gegen diese ganze andere Welt. Ja, total. Und ja, also am Ende des Tages, glaube ich, geht es auch ganz viel darum, eben, dass man für sich rausfindet, so, was will ich denn eigentlich? Und auch die Bereitschaft zu sagen, oder nicht diesem Glauben zu verfallen, oh, hinter der nächsten Ecke, da könnte es noch so 2% besser sein. So 2%, die 2%, die mir jetzt irgendwie im Alltag fehlen, irgendwie, die finde ich bestimmt noch da um die Ecke, weil da habe ich ja so 1000 Optionen auf dieser App. Oder das kennt jeder von uns, glaube ich, ja. Ja, und sich dem nicht hinzugeben, sondern wirklich zu sagen, so, boah, also das Gute überwiegt schon maximal, und deshalb brauche ich das jetzt gar nicht in Frage stellen, sondern darf das genießen. So. Und wie machst du das? Ist das wirklich, dass du dir das bewusst so sagst und sagst, hey, mein Partner ist unglaublich toll, er hat tolle Seiten, er kann, keine Ahnung, gut kochen, er ist nett, ich fühle mich wohl, ich kann ihn gut riechen, er sieht gut aus. Ja. Sind das solche Sachen, die du dann wirklich dir zurück ins Gedächtnis rufst, wenn so eine andere Option irgendwo da wäre, da sein könnte? Es ist tatsächlich so, dass ich über diese Trennungszeit viel darüber nachgedacht habe. Also aktuell mache ich das nicht mehr so bewusst, sondern es ist irgendwie so eine Selbstverständlichkeit inzwischen für mich irgendwie, dass ich irgendwie mein Glück nicht hinterfrage, unnötig. Da in der Trennungszeit habe ich da aber sehr viel drüber reflektiert und habe halt wirklich für mich mir einfach nochmal klar gemacht, so, dass ich mir selber diese Falle stelle, also dass ich selber mir ausdenke, was noch ein kleines Stück perfekter sein könnte. Einfach natürlich gefüttert auch von diesem Überangebot natürlich, was so an Geschichten da draußen ist, Möglichkeiten und was wir eben auch gesagt haben, Apps und so weiter. Da habe ich einfach sehr viel so drüber reflektiert, aber inzwischen ist es einfach für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ich mein Glück nicht mehr hinterfrage, sondern genieße. So. Wollen wir über dein Buch sprechen? Ich habe dein Buch gelesen, Die Liebe ist furchtbar, und dann irgendwo steht noch frei dabei. Genau. Ja, genau, es steht drunter, aber es ist so eine andere Schrift. Also war das bewusst?
Ja, also es ist auf jeden Fall, ich habe ja immer schon so für mich selber geschrieben und diese pragmatische Poesie-Reihe ist auch daraus entstanden, also dass ich selber über Dinge reflektiert habe und dann eben so die Essenzen nochmal so zusammengefasst habe, auch so in lyrischer Form zum Teil. Und mein erstes Buch hieß Das Leben ist schrecklich schön. Und das zweite eben jetzt, Die Liebe ist furchtbar frei. Und mir gefiel da auch wieder diesen Kontrast aufzumachen. Also dass man eben so ein Spannungsfeld erlebt, was ja auch irgendwie so diese ganz weltliche Erfahrung und eine eher spirituelle Erfahrung ausmacht, dass man eben zum Beispiel das Leben schrecklich sein kann, aber dass auch in diesem Schrecken ganz viel Schönheit zu finden sein kann. Und dass genauso bei der Liebe eben man diese Freiheit oder diese Offenheit oder diese Herzlichkeit oder was auch immer die Liebe einem gerade zeigt, dass man das als sehr schön empfinden kann, aber dass in dem Moment, wo man versucht, das krampfhaft festzuhalten, das natürlich ein sehr, sehr furchtbares Gefühl sein kann, zu sagen, ah, ich darf das nicht verlieren oder das muss ich so festhalten oder so. Also dass das auch eine sehr furchtbare Erfahrung sein kann in dem Sinne. Von daher wollte ich mit diesem Kontrast spielen bei diesem Titel. Ja. Ich habe einige Kapitel, die ich sehr spannend fand, also allgemein das ganze Buch, ich kann das jedem nur empfehlen, jeder, der das hier gerade hört, wirklich ein sehr tolles Buch. Aber es gab einige Kapitel, die ich wirklich nochmal mit dir besprechen möchte. Und zwar ist eines davon war das Thema Eifersucht. Wie gehst du mit Eifersucht um? Bist du ein eifersüchtiger Mensch? Ich bin kein eifersüchtiger Mensch in dem Sinne. Es gab eine Zeit, da war ich eifersüchtig und habe das eben, ja, habe dann natürlich auch sehr viel drüber nachgedacht, woher kommt das? Was macht das mit mir? Woher kommt dieses Gefühl? Und habe für mich selber eben festgestellt, dass das sehr viel damit zu tun hat, dass ich erstmal an dem anderen festhalte, dass ich den Mensch nicht so lasse, wie er ist, sondern ihn mehr wie meinen Besitz betrachte in dem Moment und eben, dass ich immer in einer vorgestellten Zukunft bin und nicht in der Gegenwart. Also, dass ich immer irgendwie da bin, wo der andere mir wegläuft oder irgendwie ein anderes toller finden könnte als mich. Und dass das immer eine vorgestellte Zukunft ist und ich nie dann wirklich präsent sein kann mit dem, was der andere gerade schön findet, was der andere gerade empfindet, wohin es den anderen gerade zieht und so weiter. Und dass, wenn ich zurück in die Liebe finde, ich eigentlich immer nur ein ganz starkes Interesse empfinde, das mit dem anderen irgendwie zu teilen und den anderen dahingehend frei zu lassen in dem Sinne. Also zu sagen, dass er die Gefühle haben kann, die er haben kann, dass meine Liebe ihn da freilässt. Ich weiß nicht, ob das gerade Sinn gemacht hat, was ich gesagt habe. Ich höre dir unglaublich gerne zu. Ich muss nur mich sehr darauf konzentrieren, wie viele Inhalte du in so kurzer Zeit hier von dir gibst. Und du bist sehr selbstreflektiert. Wie ist es dazu gekommen? War das ein Prozess? Ja, also wie gesagt, das ist tatsächlich über das Schreiben. Also seit ich schreiben kann, schreibe ich eigentlich auch so meine Gedanken auf und habe gerade so in so sehr krisenhaften Zeiten in meinem Leben das einfach als große Bereicherung und Rettung für mich selber empfunden, das Chaos im Innen irgendwie im Außen sichtbar zu machen, dass wenn man es eben vor sich auf Papier hat, dass das sehr befreit und gerade wenn man dann auch nochmal zu bestimmten Punkten zurückkehren kann, auch Dinge komplettiert oder man eben auch Muster erkennt, dass man immer wieder in dieselben Kreisläufe irgendwie gerät und ab dem Punkt kann man dann eine neue Entscheidung treffen. Also
ja, also es ist tatsächlich so, dass ich über das Schreiben sehr selbstreflektiert wurde, so in dem Sinne, oder dass so mein Kanal ist, um das zu tun. Eine Freundin von mir war vor kurzem auf einem Diary Slam. Die hat mir davon erzählt und hat gesagt, das war total witzig und einfach ein sehr schöner, intimer Abend. Ich habe mir dann kurz darauf auch ein Tagebuch bestellt und schreibe jetzt seit wenigen Tagen Tagebuch. Und ich finde es auch echt interessant, jetzt schon nur zurückzublicken, was meine Gedanken von vor einer Woche waren. Wie geht dir das? Hast du auch Tagebuch geschrieben und liest du da immer mal wieder darin? Genau, also genau, so ganz früher war das tatsächlich so ein Tagebuch in dem Sinne. Und jetzt, also kann ich das schon fast gar nicht mehr Tagebuch nennen, weil manchmal kommen dann eben da so Texte raus, die irgendwie so formfertig eigentlich in ein Buch könnten. Also im Sinne von, dass es irgendwie so jemandem zugeschrieben ist. Und dann wieder welche, die so ganz chaotisch und nur so Gedankenfetzen sind. Und also so, das hat nichts mehr mit Liebestagebuch zu tun, sondern das ist dann wirklich so, dass man so sich aufs Papier übergibt mit seinen Gedanken und es dann einfach mal draußen hat und vor Augen hat. Also, warte, was war die Frage nochmal? Ob du Tagebuch schreibst und ob du in alten Tagebüchern auch mal wieder liest. Genau, also ich kehre tatsächlich immer mal wieder zurück zu alten Notizen oder Tagebüchern. Und wie gesagt, also das Spannende finde ich einfach immer, dass wenn man dann so nochmal zu so alten Mustern wiederfindet oder Situationen im Leben, die vergleichbar sind mit der, in der man jetzt ist, die aber Jahre her ist zum Beispiel, dass dann aus so Teufelskreisen, aus diesen Dingen, wo man versucht ist, genau wieder denselben Kreis zu drehen, dass das plötzlich zu einer Aufwärtsspirale wird. Also und man plötzlich sagt, oh, jetzt kann ich irgendwie eine Stufe höher gehen und irgendwie sagen, nee, und genau so mache ich es diesmal nicht. Diesmal probiere ich es wirklich mal einfach so, wie gesagt, zum Beispiel in Beziehungen nicht auf meinen Kopf, sondern auf meinen Körper zu hören. Oder, ne, also dass man so mal neue Wege für sich ausprobieren kann, weil man so sich diese unbewussten Muster bewusst macht, dadurch, dass sie eben ja einmal festgehalten sind auf Papier. So, ne? Als du noch klassisch Tagebuch geschrieben hast, das war dann wahrscheinlich in deiner Jugend, ist dir da noch irgendeine Geschichte im Kopf geblieben, die du uns vielleicht erzählen kannst, von einer Jugendliebe oder Ähnliches? Ach, was habe ich da aufgeschrieben? Ich erinnere mich gerade tatsächlich nur an ein Tagebuch, was ich in der Grundschule geschrieben habe. Und da war ja alles interessant und alles furchtbar spannend. Also da, weiß ich nicht, da ist einfach irgendwie unser Hausmeister gefeuert worden und so weiter. Und wir fanden das unglaublich lustig. Und dann haben wir irgendwelche Witze darüber gemacht. Und das musste ich dann aufschreiben. Und also so ganz banale Sachen. Und das ist, aber es ist spannend, weil es ist unheimlich schön, das jetzt zu lesen, weil es ist ja eine unheimlich authentische Geschichte, auch wenn sie, sag ich mal, vom Mehrwert für mein heutiges Leben nicht mehr so krass ist. Aber das ermutigt mich halt heute auch immer so dazu, auch die banalen Dinge vielleicht aufzuschreiben, weil auch, weiß ich nicht, ein Spaziergang mit meinen Neffen und Nichten in diesem Jahr kann mir jetzt vielleicht nicht so bedeutend vorkommen, aber zum Beispiel, wenn ich das in 10 Jahren nochmal lese oder so, bin ich vielleicht wieder in so einem Gefühl, was ganz kostbar ist und was nicht wiederkommt. So, und das, das finde ich, ist halt auch so die Magie des Schreibens, dass man eben da so eine telepathische Verbindung wiederherstellen kann mit diesem jemand, der man damals mal war oder eben, wie gesagt, jetzt so ein bisschen konservieren kann von dem, was einen berührt. Und das können ganz alltägliche Dinge sein. Und die schreibe ich eigentlich viel zu wenig auf, merke ich gerade. Also sind eher so die Dinge, wo ich so denke, oh, das muss ich mir unbedingt merken. Und das schreibe ich mir auf, aber nicht unbedingt das, wo ich sage, oh, das war einfach schön heute. Das heißt, dich inspirieren zum klassischen Schreiben bei dir eher die besonderen Momente, dieses wow, krass, was da passiert ist, als diese Alltagsgeschichten. Ja, also die schreibe ich ja, wie gesagt, auch manchmal auf, aber mir scheint zu wenig.
Weil also den richtigen Drive kriege ich natürlich immer so, wenn ich dann so in so einem, also für mich selber und mein mentales System so im Problemlöser-Modus bin und irgendwie sage so, boah, diese Frage, die beschäftigt mich so sehr, und dann wühle ich mich da irgendwie rein und sortiere das für mich und so, recherchiere darüber und so weiter und versuche irgendwie so einen Weg da durchzufinden. Und dann gibt es eben natürlich auch die andere Seite, wo ich ja einfach irgendwelche Gefühle habe oder Dinge irgendwie, Erfahrungen mache, die mich irgendwie berühren, wo ich dann tatsächlich einfach nur mich hinsetze und beschreibe und nicht irgendwas versuche zu erschreiben, sondern dass es nur darum geht, den Moment irgendwie zu rahmen, so, weil es so ein ungreifbar schönes oder seltsames Gefühl ist. Wo genau ist bei dir eigentlich die Grenze zwischen Privatleben und Beruflichem? diese Grenze, wo ist die? Das ist eine interessante Frage, weil ich beruflich auch in ganz vielen Gassen unterwegs bin irgendwie. Also ich mache Illustration, Grafikdesign, Webdesign, arbeite 2 Tage die Woche auch bei uns im Familienunternehmen noch mit. Das heißt, da bin ich auch irgendwie bisschen privat verknüpft, aber eben auch beruflich unterwegs zum Beispiel. Und ich schreibe. Was macht ihr da in eurem Familienbetrieb? Ach so, Verkehrstechnik verkaufen wir, also so radartechnische Systeme. Ja, also kein aufregendes Produkt in dem Sinne, aber also das machen wir. Und also es ist nicht aufregend im Sinne von, das hat halt gar nichts mit dem zu tun, was ich sonst so mache, mit den eher kreativen Sachen. Und mache halt nebenher noch so Freelance-Aufträge für Grafikdesign für verschiedene Coaching-Kollegen. Weil ich eben auch im systemischen Coaching tätig bin. Und das systemische Coaching und das Schreiben ist eigentlich so meine Hauptleidenschaft in dem Sinne. Also schon die Beschäftigung irgendwie mit dem, was es heißt, Mensch zu sein. Und diese Grenze verschwimmt bei mir doch sehr. Deshalb, also kann ich gar nicht richtig sagen. Also, ja. Aber das heißt ja auch, du musst es sehr lieben, was du machst, wenn es auch mit deinem Privatleben verschwimmt. Ja, auf jeden Fall. Also das ist für mich auch ein ganz wichtiger Aspekt irgendwie, dass ich auf jeden Fall irgendwo den alles irgendwie mit so einer Sinnstiftung verbinden möchte. Also dass ich, wenn ich irgendwo bin und das nur, sag ich mal, für das Geld mache und so weiter, das ist natürlich nötig. Aber ideal ist halt, wenn ich Tätigkeiten finde, bei denen ich eben vor allem auch einen Sinn finde, der irgendwie darüber hinausgeht. So. Und da ist es zum Beispiel auch meine Arbeit im Familienunternehmen, ist auch was mich total erfüllt, einfach weil ich auch das Gefühl habe, irgendwie, das verbindet mich sehr mit dem, was meine Familie quasi hier auch aufgebaut hat. Und dass ich da irgendwie Teil von sein kann, so, dass das ist was sehr Erfüllendes. Und eben diese andere Seite, diese Dinge, die ich eben selber mache oder wo ich da auch unabhängig von bin, sind eben so Bereiche, wo ich den Selbstausdruck irgendwo feiern kann und andere auch irgendwo dazu einladen kann, dasselbe für sich zu tun. Also weil das versuche ich eben auch immer in meinen Büchern rüberzubringen, dass ich eben dazu einladen will, dass man da seine Geschichte zwischen den Zeilen finden kann. Also dass es immer auch ein Wechselspiel ist zwischen, hey, hier ist ein Gedankenanstoß, aber du kannst den mit deinem Leben weiterdenken, also mit deinem Leben fortsetzen irgendwo. Und dass dieses Zusammenspiel irgendwie finde ich total spannend. Ja. Ja, ist bei dir auch echt beeindruckend, wie du es schaffst, in den Büchern Interpretationsspielraum zu lassen. Und
Ich habe sofort, mich hat sofort gepackt. Ich war in Gedanken, ich habe über mein Leben nachgedacht und konnte dann irgendwie gar nicht mehr weiterlesen, weil ich dann wieder abbrechen musste, weil ich sofort andere Gedanken dazu hatte. Und ich habe für das Buch wirklich lange gebraucht, verhältnismäßig. Ja, es ist sehr dicht an Inhalt so. Also deshalb, ich habe auch mal, ich habe tatsächlich noch nie eine Lesung abgehalten mit den Büchern in dem Sinne und habe mich auch mal gefragt, wie das denn aussehen würde, wenn ich das tun würde, weil es halt mindestens mal irgendwie so eine musikalische Pause oder so bräuchte zwischen so Texten oder so, weil ja, ich dann schon eben natürlich manche thematischen Fässer aufmache, wo ja, wo ich so denke, das kann man eigentlich erstmal so eine Weile wirken lassen und mitnehmen und mit seinen eigenen Geschichten fortsetzen so, ne? Also das war's. Hast du vielleicht für unsere Hörer auch etwas im Kopf oder etwas, eine Passage, die du den Leuten mitgeben könntest, um kurz nachzudenken? Also vielleicht keine ganze Lesung, sondern eine kurze Passage. Ja, ich habe das Buch tatsächlich hier liegen. Gerade weil wir auch eben so über dieses Thema Festigkeit gesprochen haben und so und dieses ja, diese Definition quasi von Liebe, hätte ich tatsächlich einen Text, der ist auch nicht lang. Sekunde. Den könnte ich. Genau, was Festes heißt der Text. Ich könnte den einfach mal vorlesen. Vielleicht gibt das ja nochmal so einen kleinen Anstoß. In einer Welt der Gewinner, Verlierer und Zertifikate verehren und verteidigen wir unsere Titel. So auch in der Liebe. Wenn die Liebe verlässlich fließt, sprechen wir paradoxerweise von festen Beziehungen. Wir sind Ehemänner und Ehefrauen, feste Freunde und feste Freundinnen. Bei all dieser Festigkeit wundert es nicht, dass manch einer in derlei Konstrukten erstarrt. Suggeriert doch schon die Sprache, dass wir einander festhalten, statt loslassen sollten. Loszulassen, etwas locker anzugehen, bedeutet aber nicht, es auf die leichte Schulter zu nehmen, sondern in ein leichtes Herz. Ein leichtes Herz hat verstanden, dass das Leben hart, schmerzhaft und brutal sein kann, sieht darin aber keinen Grund, seine Liebe zu dimmen. Im Gegenteil, weil nichts, keine Emotion, kein Gelübde, kein Ehevertrag uns wahrhaft aneinander binden kann, gräbt das leichte Herz weiter gelassen Flussbetten für den Strom der Liebe. Dieser Strom nimmt rauschende Wendungen, stürzt gefällig hinab, staut sich an, gewinnt an Tiefe und fließt weiter Richtung Meer. Auch die Liebe mehrt sich, ob wir wollen oder nicht. Der Versuch, sie zu halten, demonstriert uns ihren Überfluss. Der Versuch, sie zu lenken, lehrt uns Demut vor ihrer Freiheit. Wir können weiter heiraten, Gelöbnisse vortragen und Freundschaftsbänder knüpfen. Wir können weiterhin die Titel der Liebe feiern und verehren. Wenn wir aber wollen, dass auch bleibt, was sie bedeuten, braucht es nicht die Festung der Versprechen, sondern Vertrauen in den Fluss. Genau. Und ja, das war dieser Text. Und der ist eigentlich sehr emblematisch für das, worum es in dem ganzen Buch eigentlich geht. Also es geht ja sehr viel um die Auflösung der vorgefertigten Liebesbegriffe, dass man eben eingeladen ist, auf die Suche nach den ganz eigenen Liebesbegriffen zu gehen und der eigenen Definition von ja, Liebesbeziehung oder Liebesgeschichten. Ja, mir ging es so und ich habe noch ein weiteres Kapitel, das mich beschäftigt hat, und zwar der Dachboden, die Suche nach Antworten über die Liebe. War es bei dir wirklich so, dieser Dachboden, oder ist das mehr so eine Metapher? Ich denke, eine Metapher, oder? Es ist mehr so eine Metapher gewesen tatsächlich. Gleichwohl es natürlich diese Filme gab und die Bücher und so weiter, wo man gesagt hat, so
weiß ich nicht, dass gerade, weiß ich nicht, ich als Kind der 90er auch mit den ganzen Disney-Fantasien quasi gefüttert wurde sozusagen. Und ja, also dass da eben ganz viel vorgefertigte Liebesideale existieren und ja, und es dann aber auch dahinter immer noch ein Phänomen gibt, eine tatsächliche Erfahrung der Liebe, ne, hinter den Liebesgeschichten. Gibt es eine Lieblingsliebesgeschichte von Disney bei dir? Ja, also die sind ja jetzt alle so ein bisschen, dass ich die alle nochmal so eher kritisch beäugt habe, jetzt im Nachhinein. Nee, von Disney tatsächlich nicht. Mir fällt jetzt gerade nur eine ein, die die vielleicht sogar auch hier dieses Buch ein bisschen mit inspiriert hat, und das ist der Film The Fountain mit Hugh Jackman und Rachel Weisz, glaube ich. Auf jeden Fall ist eine sehr metaphorisch erzählte Geschichte auch, die aber auch, also die kriegt so die Balance hin zwischen so einem einer sehr spirituellen Erzählweise und einer sehr weltlichen Geschichte. Also es geht eben darum, dass die Frau in dieser Beziehung an Krebs erkrankt ist und das auch nicht heilbar ist in dem Sinne, aber der Mann eben auch in der Forschung tätig ist und eben versucht, da eine Heilung zu finden. Und es geht auch sehr viel um den Tod, und es ist so ein ganz spannendes, er will sie die ganze Zeit im Leben halten und festhalten und festhalten und festhalten, und sie geht halt immer mehr mit diesem Frieden, irgendwann sterben zu müssen, und diese Auseinandersetzung mit Endlichkeit und der Liebe auf dem Weg zu diesem Ende, also es ist, ich, wahrscheinlich macht das alles gar nicht so viel Sinn, was ich gerade sage, aber er hat mich auf jeden Fall sehr beeindruckt, dieser Film. Kann ich sehr empfehlen. Glaubst du, diese romantischen Ideale, die es ja oft in diesen Disney-Filmen auch gibt, machen Beziehungen auch kaputt? Ja, also wahrscheinlich nicht allein. So, es ist natürlich immer die tragen dazu bei, vielleicht. Also das ist schon in manchen Lebensläufen diese Ideale dafür sorgen, dass man mit Erwartungshaltung in eine eigentlich gute Beziehung geht, die dann toxisch werden, zum Beispiel. Also es kann natürlich schon so in der Konsequenz schädlich sein. Das kann ich mir schon vorstellen. Doch, doch. Ich hätte noch ein Kapitel, und zwar das Kapitel Frisch verliebt. Mhm. Mhm. Du wirkst auf mich noch frisch verliebt. Kannst du das beschreiben, wie sich das für dich anfühlt? Das ist halt immer dieses, wenn man so ein Buch geschrieben hat, so, dann denke ich immer so, ach, da habe ich es reingeschrieben, und ich, alles, was ich jetzt sagen könnte, wird dem nicht gerecht. So, weil man sich so viele Gedanken darüber gemacht hat, wie soll ich es jetzt formulieren. Aber ich will es jetzt mal ganz Freestyle versuchen. Für mich ist Verliebtsein einfach so dieser aufregende Tanz mit der Liebe selbst. Also es ist diese Vitaminspritze vom Leben, dass man da irgendwie sagt so, boah, ich kann mich so in dieser ganzen Erfahrung gerade wiedererkennen, und das ist dann ja schon fast wie so ein High, sage ich mal. Und das ist ja auch das, was natürlich die Verliebtheit immer, oder die der Liebe auch so diese dieses Vorurteil einbringt, so Liebe macht blind. Und ich bin halt nicht der Meinung, dass Liebe blind macht, sondern Liebe macht mich, also ich sehe eigentlich klarer als je zuvor durch die Liebe. Aber die Verliebtheit, die macht vielleicht ab und zu blind. Da bin ich total dabei, weil die Verliebtheit, das ist was,
ja, was irgendwie so den Körper auch manchmal so in Disbalance bringt, weil man einfach so denkt, so, wow, dieser jemand ist so toll. Und in dem Text, den du angesprochen hast, Frisch verliebt, da mache ich auch so ein bisschen diese, also es ist so eine Metapher eigentlich auch. Also es geht darum, dass ich mit jemandem, in den ich frisch verliebt bin, im Kino bin und dass es dann eben auch so den Moment gibt, wo er den Raum verlässt und dann die Liebe selbst auftaucht. Also in dem Text habe ich sie ja tatsächlich personifiziert und dass ich dann so ein Zwiegespräch mit der Liebe habe, was natürlich in einer tatsächlichen Verliebtheit wahrscheinlich in der Form gar nicht möglich wäre. Aber ich einfach den Gedanken schön fand, was würde sie mir denn sagen in diesem Moment? Und da weiß ich auch noch, da sind die Worte nur so auf die Seite geflossen, als ich diese Vene aufgemacht habe. Und das war halt einfach wirklich dieses so, dass die Liebe eine unglaubliche Freude daran hat, dass wir auch so uns ihr so irrational hingeben können, aber dass es natürlich immer darum geht, dass wir die Demut davor haben, dass auch das vorbeigeht. Also dass man sozusagen auch in einer Beziehung, die danach weitergeht, die Verliebtheit trotzdem irgendwann vielleicht loslassen muss. Oder dass, wenn man die Idee hat, sie festhalten zu wollen, man eben verpasst, was als nächstes in einer Beziehung vielleicht kommt. Und das ist eben eine transformierte Liebe, die dann wieder in eine ganz andere Richtung fließen will. Was würde dir die Liebe heute sagen? Dass du hast schon alle Antworten in dir, hör auf, sie da draußen zu suchen, würde sie wahrscheinlich sagen. Wo ist für dich der Unterschied zwischen Verliebtsein und Liebe? Also Verliebtheit ist für mich so ein Einstiegspunkt, ist wie so eine ganz kleine Tür in so ein ganz großes Universum der Erlebnisse. Also weil Liebe ist für mich einfach so ein Wort, dem man nie so richtig gerecht werden kann oder ein Phänomen, dem man nicht mit Worten gerecht werden kann, so rum. Aber beim Versuch würde ich halt immer sagen, dass das eben diese einende Kraft ist, zu der ich immer Zugang finden kann. Aber dass es eben Situationen gibt, wo ich sie auch ab und zu vergesse oder nur Ausschnitte von ihr erleben kann. Und ja, also was mir tatsächlich geholfen hat, auch beim Schreiben des Buches, war wirklich die Liebe fast schon als Person zu betrachten, die immer teilnimmt an meinen Liebesgeschichten. Und dass ich mich mit der Liebe selbst quasi in Austausch begeben kann. Und sagen kann, ey, was sagst du dazu? Was ist jetzt hier dran? Und wo verpasse ich dich eigentlich regelmäßig? Oder wo will ich, dass du anders bist oder so? Also, dass man da fast schon eine ganz eigene Beziehung mit der Liebe selbst führen kann. Wir kommen jetzt langsam zum Abschluss von unserem Podcast. Kennst du die 36 Questions to Fall in Love? Ja, also ich kenne nicht jede Frage davon, aber ich weiß, wovon du sprichst, genau. Die haben wir hier im Zuge der Aktion Liebesleben, die wir hier in der Mülls haben, auch auf einem Wanderweg platziert. Spannend. Ja, da laufen jetzt, können Leute entlang laufen und diese Fragen beantworten. Ich habe den schon mehrfach gemacht und vor circa 2 Wochen mit 2 Freunden von mir. Es war ganz interessant. Wir haben zusammen gearbeitet, kennen uns schon über viele Jahre und haben den Weg gemeinsam gemacht und uns auf eine ganz andere Art und Weise neu kennengelernt. Und ich habe immer zum Abschluss von dem Podcast Fragen vorbereitet, die wir auch auf dem Weg haben und die ich dir jetzt gerne auch stellen würde. Ja, sehr gerne. Wann hast du das letzte Mal vor einer anderen Person geweint?
Vorgestern? ja. Und wann hast du das letzte Mal alleine geweint? Wann habe ich das letzte Mal alleine geweint? Und das ist, glaube ich, so 7 Tage her. ja. Nee, ich versuche mir da auf jeden Fall Zeit für zu nehmen. Fürs gründliche Weinen, ja. Und das kann ja auch etwas Bereinigendes sein, zu weinen, loszulassen. Ja, total. Total. Nee, also das will ich auch nicht missen. Das empfinde ich auch genauso, wie du es sagst, dass was sehr Reinigendes. Und weinst du auch aus Freude? Ja. Ich erinnere mich tatsächlich gerade nicht an eine Situation, wo ich mal aus Freude geweint habe. Wobei, doch, ich glaube, bei der Hochzeit von meiner Schwester zum Beispiel habe ich geweint, aber gleichzeitig war das auch so ein komischer Mix an Gefühlen, weil es war so, also man ist ja dann irgendwie auch berührt und denkt so, oh, es ist irgendwie auch so schön und irgendwie, also da war es wahrscheinlich aus Freude, aber jetzt nicht so, dass ich so denke, so boah, so als Euphorie oder so, habe ich noch nie geweint, nee. Ich kann dir erzählen, wann ich das letzte Mal aus Freude geweint habe. Und jetzt kommt wieder wahrscheinlich eh so ein klassisches Männerklischee. Als der VfB Stuttgart letztes Jahr am letzten Spieltag da den Klassenerhalt in der 94. Minute geschafft hat durch ein Tor von Waturo Endo. Ich nenne ihn, oder allgemein nennt man ihn ja nur noch Legendo seit diesem Tor. Da saß ich wirklich da ganz alleine in dem Raum und musste vor Freude weinen, weil es für mich so emotional war. Also, ja, Fußball. Dann, wo warst du? Du warst in einem... In einem ganz alleine in einem Raum und da war nur ein Fernseher. Oh, und okay, spannend. Ja, ich war wirklich da, ja. Und erst ging noch meine Brille kaputt, weil ein paar Minuten vorher haben die noch eine Chance vergeben. Und das hat, da ist dann die Brille quer durchs Zimmer geflogen, weil ich dachte, das gibt's doch nicht, die werden jetzt absteigen. Es war so schlimm für mich. Das kann man sich so nicht vorstellen, wenn man, glaube ich, kein Fußballfan ist. Und ja. Spannend, weil also mein Bruder ist auch sehr großer Fußballfan und ich bin damit auf jeden Fall aufgewachsen, mit diesen starken Emotionen für Fußball, gleichwohl ich die selber nicht so habe. Aber deshalb kann ich das schon gut mir vorstellen, dass da die Emotion, also es ist ja auch oft eine Achterbahn der Emotionen, die man dann da auf jeden Fall erlebt. Und gerade so dieses Niederlage, Triumph und so weiter, man spürt er ja auch dann viel ja von seinen eigenen Niederlagen und Triumphen, die dann wahrscheinlich auch so in einem hochkommen. Kann ich mir gut vorstellen. Jeder, der behauptet, Männer haben keine Gefühle, der soll wirklich mal ins Stadion gehen und das da miterleben, was da passiert. Ich versuche das hier auch immer im Büro meinen Kolleginnen da zu erklären, wie toll Fußball ist und was es für tolle Emotionen auslöst. Auch ein schönes Bild davon hängt bei uns im Skimuseum, weil wir eine Ausstellung zum Thema Liebe haben. Und das Bild sieht man übrigens auch hinter mir hier. Ist ein Bild von mir, das habe ich bei einem Fußballspiel gemacht, als der FC Fulham seit nach einigen Jahren wieder in die Premier League aufgestiegen ist. Und ich war da im Stadion und da ist ein Mann darauf zu sehen, der hat Tränen in den Augen, der ist auf den Platz gestürmt und ist irgendwas zwischen erleichtert, glücklich, stolz, dass sein Verein jetzt zurück in der Premier League ist. Und den Moment habe ich damals festgehalten. Hinter diesem Mann, der gerade jubelt, steht ein älterer Mann mit einem Hut, mit einem längeren Bart. Der saß direkt vor mir das ganze Spiel über, hat es dann über diese Bande drüber geschafft, gerade so. Dann wollte ihn der Security zurückziehen. Der hat ihm nur einen bösen Blick zugeworfen und so, ich habe jetzt 20 Jahre darauf gewartet, du nimmst mir ganz bestimmt nicht diesen Moment. Und der ist dann auch drauf gestürmt und das alles ist der Fußball. Diese Gefühle, Emotionen, genau. Mega. Ja, und ich, vielleicht ist es auch ein Katalysator, die auch aus dem Stadion mitzunehmen, weil, also, dass man nicht nur im Stadion quasi das rauslässt, sondern dann auch in,
ne, in der eigenen Beziehung oder im Alltag oder so, sich das, also zumindest nicht verbietet. Ich meine, gerade bei uns Männern ist das ja leider noch ab und zu so, dass sich der ein oder andere das in anderen Räumen verbietet, aber beim Fußball es dann rauslässt, so. Ja, vielleicht kann man sich da auch ermutigt fühlen zu sagen, hey, ne, wenn mich das nächste Mal was bei der Arbeit berührt oder so, dann muss ich das auch nicht wegdrücken oder mit ins Stadion nehmen, sondern es hat überall seinen Platz. Dann hätte ich noch eine zweite Frage. Wir haben jetzt viel über die Liebe zwischen zwei Menschen gesprochen. Jetzt noch kurz über die Liebe zum Fußball, aber hauptsächlich über die Liebe zwischen zwei Menschen. Es gibt aber auch noch eine Frage, die zielt auf was ganz anderes ab. Und zwar, was schätzt du an einer Freundschaft am meisten? Tatsächlich Toleranz. Gleichwohl ich nicht so genau weiß, ob das das richtige Wort ist. Ich werde mal einfach mal beschreiben, was ich meine. Also so, ich habe sehr gute Freundschaften zu Menschen, die ich sehr selten sehe, zum Beispiel. Und das, also ich schätze das sehr, wenn ich jemanden nach ganz langer Zeit irgendwie wiedersehen kann und wir genau da weitermachen können, wo wir mal aufgehört haben vor ein paar Monaten, ohne dass der eine oder der andere irgendwie das Gefühl hat, so, das war jetzt aber zu wenig und irgendwie warte ich aber darauf, dass du auf mich zukommst. Und irgendwie so, dass es nicht so, dass es dann so ein bisschen unausgesprochene Vorwürfe vielleicht auch gibt. Also das finde ich ganz spannend, wenn man irgendwie nach langer Zeit zusammenkommt und da weitermachen kann, wo man aufgehört hat. Ja. Das wäre es dann auch schon gewesen. Ich finde es sehr beeindruckend, weil du vorher gesagt hast, du schaffst es in deinen Texten, das perfekt wiederzugeben. Ich finde, du hast es in diesem Podcast geschafft, nochmal eine Schippe draufzulegen. Oh, okay. Also ich finde, du hast ganz viele Momente mit Herzblut und Liebe erzählt und man hat es auch gehört, wie glücklich du aktuell in deiner Beziehung bist und ich möchte mich bedanken, dass du das mit mir und mit uns allen, die den Podcast dann anhören, geteilt hast. Ja, vielen Dank, auch dass du mir das nochmal so spiegelst, weil ich in so Situationen tatsächlich oft das Gefühl habe, ich rede ganz viel Unsinn oder hat nicht Hand und Fuß und so, weil ich dann manchmal von Höchstchen aus Stöckchen komme und irgendwo abtauche in irgendeiner Randinformation. Von daher, wenn das alles irgendwie Sinn gemacht hat, dann habe ich meinen Soll erfüllt, dann freue ich mich. Das war Lilé, der Podcast über das Lieben und Leben. In der Mühls finden zwischen Januar und April 2023 unterschiedliche Veranstaltungen zu diesem Thema statt. Mehr dazu unter liebesleben-damühls.at oder auf Instagram bei liebesleben.damühls.